Zurück zu Tomb Raider, endlich mal wieder. Ja, ich freue mich richtig auf diese nette Dame bei Midas wieder. Ja, dieser Goldbarren ist schön. Dieser nicht, weil er keinen hat. Wartet mal, hier kann man es einsetzen. Bleibarren. Nein. Olle Zippe. Okay, wir starten vielleicht mal lieber den Timer kurz. So, zurück bei der ollen Zippe. Ja, was machen wir denn bei der ollen Zippe? Wir werden jetzt mal schauen, wie wir weiterkommen. Wer hätte gedacht? Hier ist Wasser, hier ist ein Hebel, den haben wir schon umgelegt. Und ich kann mir so ziemlich vorstellen... Lara kann das natürlich nicht. Sie könnte nicht mal einfach da drüber laufen. Weil sie muss runterrutschen. Das versteht ihr sicher. Hoffentlich habt ihr dafür Verständnis. Ja, ne? Jetzt, hier kann man auch was einsetzen. Also wir brauchen diese blöden Goldbarren. Aber wir haben nur einen Bleibarren. Wie geht es? Wasser. Nee, doch nicht. Was? Was ist das? Was denn das? Okay, Lara ist zu Gold geworden. Warum ist Lara zu Gold geworden? Lara ist zu Gold geworden. Lasst mich dreimal raten. Ich weiß es nicht. Midas ist daran schuld. Was haben wir eben anders gemacht als... Wir sind auf diese Hand gestiegen. Warte mal, da kann man E drücken. Und es werde zu Gold. Wie der Stein der Weisen, der alles zu Gold verwandelt. Okay, ich hab's verstanden. Und wetten, das passt jetzt? Ja, ja! Da kann selbst die olle Zippe nichts mehr gegen sagen. Okay. Wir müssen trotzdem weiterkommen. Diese Hand ist noch nicht die Stein der Weisen, die Hand der Weisen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Haken. Wir müssen irgendwie hier weiterkommen. Aber wie nur? Aber wie nur? Wir springen mal ins Becken. Nein, Lara, nein! Sie verliert ihr halbes Leben natürlich damit, dass wir, ja, dass ich runterspringe und sie dabei stirbt. Gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht finden wir da... Wir hatten hier oben irgendwie eine Empore oder einen Balkon. Also ich denke, vielleicht besteht die Möglichkeit... Da waren wir schon. Der Laden ist abgebrannt. Der Laden ist zu. Aber hier oben waren wir noch nicht richtig. Wir waren schon mal hier oben, aber wir waren noch nicht richtig hier oben. Hier oben, das scheint noch eine Bedeutung zu haben. Noch ein Kontrollpunkt. Okay. Okay, es hat eine Bedeutung. Wir müssen da durch. Lara, bring dich doch direkt um. Macht's dir Spaß? Geil. Wir verlieren Leben an einer Sandböhne. Ach Quatsch, was rede ich da? An einer Sandböe, an einer Sand... Ja, was ist das? Ein Haufen Sand. Es gibt auch einen richtigen Begriff dafür, der mir im Moment nicht einfällt. Ja, so geht es. Leider gibt's hier keine Speichermöglichkeit. Das ist schlecht. Weil bei jedem Dummheit, wie bei dieser zum Beispiel, ja, wenn man natürlich noch so schlau ist, dass man dann natürlich mal nicht mal richtig hinschaut und wieder dumm rumläuft, dass man alles kaputt... Ja, Lara, du brauchst doch nicht die Treppen hochsteigen. Das geht schon selber, du musst nur deine Beine bewegen. Zum nächsten Mal. Okay. Okay. Okay, ein großes Medipack. Das gefällt mir. Nachdem ich so viel Unsinn gebaut habe, ist das ja auch nötig. Da vorne sind, ist irgendwas eingelassen. Ein Haken. Wir versuchen's. Ja. Sie ist tot. Warum nur? Weil sie sich nicht festgehalten hat. Lara, stirb. Lara, warum stirbst du nicht, wenn ich es dir sage? Nur nicht mal sterben tut sie. Sie macht nichts, was ich sage.
Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Zeit kostet ja nichts. Mädel, bring dich doch einfach um. Ich werde hier zum Hirschen. Mann, ey. Manchmal verzweifelt man etwas an Lara Croft Tomb Raider, aber nur manchmal, nicht immer. Ja, Wahnsinn, wir haben es geschafft. Immer noch das Medipack da, das werden wir uns jetzt trotzdem besorgen, weil es einfach richtig gut ist. Ein großes Medipack, da kann man doch einfach nicht nein sagen, oder? Ja, so war es gut, Lara. So war es echt gut. So war es toll. Da hast du nämlich dich noch hier schön festgehalten, damit ich nicht wieder den ganzen Weg laufen musste. Und jetzt aber zum zweiten Mal von hier über den Haken. Ja, warum hält sie sich fest? Warum hält. Ach Quatsch, warum hält sie sich nicht fest? Das ist hier die Frage. Warum ist sie doof? Das ist hier die zweite Frage. Warum kann ich sie nicht umbringen? Ich weiß es nicht. Ihr Herz klopft. Hört ihr das? Dudut. 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 Bald wird es aufhören zu klopfen, weil sie mal wieder zu blöd ist. Dudut. 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 Lara, ich habe eine Frage an dich. Warum springst du immer von der Wand ab? Warum springst du nicht, gehst nicht an ihr entlang irgendwie? Warum nicht? Warum? Warum tust du mir nicht diesen Gef. Lara ist etwas blöd, Leute. Entschuldigung. Ich bin eigentlich nicht so rüpelhaft, aber es geht einem dann schon mal tierisch auf den Nerv. Von mir aus kann es auch ein Mann sein oder es kann James Bond sein, den ich hier steuere. Es ist mir egal. Jedenfalls nervt mich diese Pixelfigur. Oder ich nerv mich selbst. Vielleicht bin ich auch dran schuld. Ich würde mir am liebsten mit dieser Pumpgun hier. Boom. Jetzt konzentrieren wir uns noch mal ein bisschen für diesen Part, sonst kommen wir hier überhaupt nicht voran in dem Part. Das will ich ja auch nicht. Okay, und hopp. Und hopp. Und hopp im Schweinsgalopp. Und hopp. Und hopp. Yeah. So macht man's halt, ne? Sie verliert schon wieder Leben. Aber das ist ja nichts Neues. Nein. Doch. Medipack. Okay. Gleich nimmt sie noch eins. Analysieren wir gleich erstmal die Lage. Und laufen nicht einfach wie Dorftrottel. Wer ist ein Dorftrottel? Das ist hier die Frage. Ich bin es auf jeden Fall. Wer noch einer ist, weiß ich nicht. Aber ich bin es auf jeden Fall, weil ich einfach zu blöd bin, diese Frau zu steuern. Exakt, die Frau steuert mich. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich melde mich wieder zurück. Ach, der Part ist jetzt eh gleich zu Ende, Leute. Ich hab euch, nerv euch jetzt den Part nochmal bis zum Ende hier mit. Aber dann sage ich einfach, ich melde mich zurück, wenn ich es geschafft habe, mich hier rüber zu hangeln. So, jetzt können wir ein bisschen spielen mit Lara. Hui! So, wir nehmen Anlauf und gehen ganz nach oben und schaffen es! Kontrollpunkt! Okay, Leute, es war nicht umsonst. Wie geht es weiter? Ich habe so eine Vermutung. So. Hat sie meine Vermutung bestätigt? Ja. Wir hangeln uns jetzt hier rüber. Der Part ist gleich zu Ende. Aber noch nicht ganz ist er zu Ende. Wir kommen da jetzt durch. Das will ich jetzt noch schaffen. Leute, wir haben noch Zeit. Ganz zügig gehen wir jetzt hier rüber.
Wir machen das jetzt mal auf die blöde Art und Weise, verlieren Leben, aber sichern uns dadurch was. Also Leute, wir haben es geschafft jetzt hier erstmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Part. Ciao.